Guten Tag, Monsieur. Guten Tag, Madame. Ich möchte nach Carex. Es heißt Carré. Es regnet hier viel, nicht wahr? Es heißt, der Regen fällt nur auf die Dummen. Willkommen, kleiner Mann. Ich bin Catherine Lefebvre, die neue Personalleiterin. Ich weiß, ich war bei der Versammlung. Ach, wie amüsant, ein Bowlingclub. Das macht man so in der Provinz. Bowling handelt es sich genau genommen um eine Sportart. Aber sicher nur eine für Bauern. Schönen Tag. Wir reden hier einfach nicht blöd drumherum. Alle, die hier wohnen, die Menschen, die Familien, haben ihre Hintern nicht so zugekniffen. Und hier kann man bowlen. Was macht sie denn hier? Wollen Sie sich die Provinz aus der Nähe ansehen? Wollen Sie spielen? Bowling ist kein Glücksspiel, sondern pure Mathematik. Also, Katrin, zeig, was du kannst. Na los. Soeben die Bestätigung. Die Entbindungsstation dieses Krankenhauses wird geschlossen. Nein, das ist unmöglich. Es geht hier um Geld, und zwar um sehr viel Geld. Aber es kann doch nicht nur eine Frage des Geldes sein. Widerstand! Für euch sind wir doch nur Pins, Bums, Strike und weg. Wir sind Spielfiguren, die man beseitigt. Fort mit dem Problem. Strike! Moment, ich bin nicht euer Feind. Aber wenn ihr wollt, dass ich gehe, kein Problem. Agitation ist wirklich nicht mein Ding. Aber das ist doch keine Agitation, Erwan. Wir wollen nur unsere Werte verteidigen, deine wie meine. Es betrifft uns alle. Diese Stadt, diese Region, uns alle. Tun Sie einfach Ihre Arbeit. Deine Familie bleibt auf der Strecke, Mathilde. Auf die Freundschaft. Und das Leben. Und die Liebe. Auf die Bretagne. Wieso hältst du an? Ich kann doch nicht während der Fahrt entbinden. Nein, 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 ich entbinde in Kai, also fahr wieder los. Mal wieder die typisch bretonische Starrköpfigkeit. Halt die Klappe, Katrin!